Okay, ich gehe wieder raus. Da vorne ist noch eine Scheune, guck mal. Ja. Na, Vorsicht jetzt, nicht laufen. Ich will nicht alle Zombies. Oh, fuck. Das sind ganz schön viele. Ja, aber wenn wir in der Scheune einer schießen, kommen nicht direkt alle. Warum? Warum ist meine aufgestanden? Das ist nicht gut. Der geht wieder weg, oder? Nee. Nein, der geht hier rein. Ich lock ihn rein. Dann können wir den Haus aus ablocken. Ich bin aus dem Haus rausgekrochen. Also so auf dem Boden liegend und dann bin ich auf einmal aufgestanden. Das ist, wenn du über eine Erhöhung kommst, glaube ich, ist mir auch schon mal passiert. Ach so, oh mein Gott. Also glaube ich zumindest, dass es daran gelegen haben könnte. Naja, kann daran gut liegen. Kann gut sein, dass es daran liegt. Okay. Also an dem Zombie kannst du einfach vorbei crawlen, das ist gar nichts dann. Die sind gerade eigentlich ganz günstig da drüben, die zwei, dass die weg sind. Ich crawl jetzt kurz bis zum vor dem Eingang noch. Damit ich relativ schnell da rein kann. Und trotzdem, ich höre aber schon einen da drinnen, glaube ich. Oder ist der rechts von der Mauer? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich stehe jetzt ganz kurz auf, mach ganz und lauf dann langsam da rein. Da ist eine Tin Can. Mehr nicht. Oder doch? Eine Lee Enfield. Ja, ich habe das Mag noch dabei. Okay. Und dann nehme ich ja noch die Fuel Can. Oder willst du die Jerry Can mal nehmen? Weil ich habe ja die Fuel Can genommen. Warte. Bitte nicht aufstehen. Ach, perfekt. Oh mein Gott. Was denn? Ich hab die jetzt einfach genommen, scheiß drauf. Ja. Sag mir nicht, du hast einen angelockt. Fast. Ich muss ganz schön schnell kriechen. Hinter mir sind drei Zombies. Einer davon hat mich eben schon einmal angebissen. Mir ist hier auch nicht drin. Hier gibt es noch nicht mal noch ein zweites Stockwerk bei der Scheune. Was ist das denn für ein Billo-Ding? Du hast auch noch einen kleinen Rucksack, ne? Das weißt du. Da kannst du noch Sachen reinstauen. Ja, ja, das würde ich dann benutzen, wenn ich ihn wirklich brauche. Oder wenn wir halt außerhalb des Dinges hier sind, des Dorfes. Hast du gerade einen Zombie angelockt? Nein. Hier ist gerade ein Zombie über das Bild gerannt. Ich glaube, hier ist noch ein anderer Spieler. Weil ich bin's nicht. Ich bin's auf gar keinen Fall. Dann ist hier zu 98% ein anderer Spieler. Ich kann's einfach nicht sein, es geht gar nicht. Oh Gott, hier sind so viele. Da hinten ist auch noch ein Haus, wo man rein kann, ne? Hast du das gesehen? Ja, das ist das rote, oder? Nee. Nee, wo hier auf dem Hof noch wo die Scheune war. Ach, das rote, ja. Bist du bei dem roten schon? Ja, nix drin. Gar nichts. Okay, dann gehe ich nochmal in das eine hier. Ich crawl mich nochmal rüber. Wenn die einen berühren, entdecken die einen automatisch, ne? Ja. Okay. Dann schön drauf achten, dass hier kein anderer mir auf den Sack geht, ey. Ja, eine Headshot habe ich gefunden. Nice. Boah, das ist super geil, weil damit habe ich so viele Zombies schon gekillt gehabt. Boah, für einen Moment hat sich gerade ein Zombie umgedreht und wollte mich hauen, aber dann hat er wieder gelassen. Warum kann ich die Hatchet nicht aufheben? Ah, jetzt. Hä? Nee, doch nicht. Okay, ich will einfach nur raus aus der Stadt. Ich gucke hier gerade nochmal, ob ich noch was hier drinne finde. Was ist das? Ne, das sind, glaube ich, nur Cans, oder? Oder ne, da ist noch Munition drin. Die gehe ich mir gerade noch angucken, zumindest. Was wie zur Hölle?
Das ist 15 Rounds Slug Munition. Soll ich die mitnehmen oder nicht? Braucht nur Winchester. Soll ich die einfach... Ich musste gerade aufstehen, weil mich ein Zombie gesehen hat, obwohl ich auf dem Boden lag. Der ist gegen mich gelaufen, ich konnte nichts gegen machen. Shit. Laufen die jetzt hinter dir her? Ja. Ich habe das Gefühl, alle aus der Stadt. Dann mach zickzack, geh auf jeden Fall wieder mit den Bäumen die Strategie, mach die bitte wieder. Ja, die geht nicht mehr, die haben sie rausgepatcht. Nee, das hat bei mir eben hundertprozentig funktioniert. So habe ich eben meine Zombies losgelassen am Anfang. Kann gar nicht mehr reden, ich bin so aufgeregt gerade, dass ich hier nicht entdeckt werde. Oh, der Polizist, wie der mich anstarrt, ey. Starr woanders hin! Da habe ich wenigstens ein paar Waffen, Alter. Eine LD Enfield. Ein Revolver. Hier ist auch noch eine Kirche in dem Dorf, ne? Die kann man nämlich rein, da laufe ich gerade rum. Ne, das bringt nichts. Da läuft immer noch hinterher. Doch, ich bin fast alle losgeworden. Ja, siehst du. Gibt's denn hier noch ein Haus, in das man rein kann? Noch ein rotes. Der crouch gerade so ein Polizeizombie hin. Ich höre ja auch so Fliegen, Alter. Fliegen, da ist ja irgendeiner gestorben. Ja, vielleicht war das der Sebastian, der eben bei uns gestorben ist. Kann gut sein. Stand doch eben da, ne, weißt du? Ja, ja. Vielleicht war das der. Also, ist jetzt meine Vermutung, weil ganz ehrlich. Nee, da wird drei Leute gestorben. Einmal Sebastian, Enes und Fabi. Ach so, okay. Ja, bei mir... Einer von denen kann es gewesen sein. Hier links ist noch so ein kleiner Kabuff. Da steht zwar ein Zombie drin, aber da kann man rein. Kurz vor dem roten Haus. Warst du dem drin? Nein. Okay, weil da habe ich eben eine Hatchet gefunden in dem anderen Kabuff. Vielleicht... Nee, ich habe auch noch eine Hatchet gefunden. Nee, habe ich nicht. Aber in dem roten Haus warst du drin. Genau. Doch, ich war... In diesem kleinen Kabuff war ich drin. Da habe ich die Hatchet gesehen und da hat mich ein Zombie gehauen. Der saß nämlich noch drin. Ja, ja, der ist da auch drin. Da liegt. Bist du schon im roten Haus drin? Nein, aber ich muss gerade hier weg. Dir läuft mir gerade ein Zombie entgegen und ich will nicht, dass der mich berührt. Lauf woanders lang. Ich bin nicht in dem roten Haus drin, nein, ich bin noch davor. Man findet aber echt wenig. Naja, ich... Also ich gehe in dieses Kabuff nicht rein, da steht ein Zombie drin. Das ist mir zu riskant. Den könnte ich zwar mit der Hatchet, die ich gefunden habe, töten und dann... Aber ich will es nicht riskieren. Ich bin jetzt links von dem Ding rausgegangen. Du meinst das rote Haus, was man von der Straße aus sehen kann, oder was? Es gibt zwei rote Häuser. Ja, ich weiß, es gibt doch zwei. In einem bin ich gerade drin. Da sind Binoculars drin, also Ferngläser. Oh, das ist cool. Spielkarten. Und sonst nichts. Dafür müsste man Gambit sein. Ja. Hau ab, du Zombie, hau ab, verpiss dich. So ein Hopper-Zombie. Ah ne, der ist woanders lang gehoppt. Ein Hip-Hopper! Ein Hop-Hipper. Ein Hop-Hipper-Zombie. So, komm, verpiss dich, Zombie, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, du Stück Scheiße. Mann! Der verpisst sich zu langsam. Bist du... Nee, ich der... Bin, du bist ich gut? Bin ein Gilly-Typ. Also in so einem Tarnanzug immer noch. Ich crouch gerade zu einem kleinen Kabüffchen. Weil da sehe ich Munition, die für mich sein könnte. Leute, mich hat einer gesehen. Ja, geil, zweimal Munition für mich.
Mich haben zwei Zombies gesehen. Ich hab geschossen, ne? Das war ich. Ja, ja. Also, was hast du gefunden? Hallo? Ferngläser und zwei Munition für mich. Nice, Alter. Ja, wie gesagt, ich habe hier eine Lee Enfield, eine Hatchet gefunden. Und nochmal einen Tank, Fuel Tank, 20 Liter. Ja, und ich habe noch ein Dingens. Wie heißt das? Fuel, nicht Fuel Tank, sondern. Fuel Kanister. Genau, habe ich auch noch gefunden. Die Hatchet ist sehr wertvoll, damit kann man zumindest alles lautlos umbringen, ey. Das ist echt geil. Und das hat unendlich Schuss. Ja, das ist wirklich geil, weil, wie gesagt, damit kann man sich super lang am Leben halten. Ja, die kannst du dir ausrüsten, ne? Hast du schon ausgerüstet? Ja, ich überlege, ob ich mir die ausrüsten soll statt der Pistole. Nee, das kannst du nur entweder statt der Lee Enfield. Ja, okay. Weil Lee Enfield ist einer der lautesten Waffen. Wenn du da einmal losschießt, bam, alle Zombies bei dir. Ja, aber die Lee Enfield bleibt trotzdem in meinem Gear drin, ne? Weiß ich nicht, ne, ich glaube nicht. Muss die dafür rauswerfen? Ich werde nichts sagen, aber hier ist eine Helicrest halt. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin am Richtung Südwesten gelaufen. Ja, wir müssen uns wieder treffen, Alter. Das geht nicht. Wir dürfen hier nicht alleine rumlaufen. Ja, ich habe einen Zombie hinter mir, den wollte ich nicht in der Stadt töten. Ja, ich bei mir war es genauso. Homie, bin ich damit gemeint? Ach, scheiß englische Tastatur. Ich will sterben. Lässt sich einrichten. Aber ich will nicht die Lee Enfield verlieren. Ich kann nicht die Hatchet ausrüsten und dadurch die Lee Enfield verlieren. Das ist doch scheiße. Du kannst doch nicht in der rechten Hand die Enfield haben und in der linken Hand eine Hatchet. Nein. Ich will die Enfield aber behalten. In meinem Gear. Verstehst du, was ich meine? Hallo, was machst du denn da? Ich stehe in einem Busch rum und häng gerade einen Zombie ab. Remove from Tool Belt, sag ich die ganze Zeit bei der Hatchet, aber das geht nicht. Ja, du musst jetzt die Waffe droppen. Die Enfield. Mhm. Nee. Die kann man nicht anders. Also entweder eine Hatchet oder die Enfield. Man kann nicht beides haben. Ja, aber die Enfield ist doch scheiße, wenn man die nicht hat. Zumindest wenn du Distanz oder so. Ist doch kacke, wenn du keine Waffe hast. So, wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich bin hier aus dem Dorf raufgelaufen. Ich bin bei so einer Straße. Bei so einer Straßengabelung, bei der rechten Straße. Ich bin von der Stadt aus genau Richtung 240 Grad gelaufen. Genau aus der Stadt 240 Grad. Das hilft mir von hier aus wenig weiter, ehrlich gesagt. Du bist halt oben bist auf dem Berg gelaufen, oder was? Ja, Richtung hoch, berghoch. Ja, hier unten sind ja auch noch ein paar Häuschen. Da kann ich dir aber versichern, dass da nichts drin ist. Ja, du weißt doch, wo ich meine, ne? Die sind zwar grün. Bei grün? Links vom Berg. Nee. Komm doch mal bitte. Ja, doch, ich stehe da hinten zwei grüne, ja. Beziehungsweise ein grünes und ein Holzhaus. Ich stehe da in der Nähe. Kommst du zu mir? Ich bring den Zombie sonst um, ist ja kein Ding. Ja, ich weiß nicht, hier ist so eine Heli-Crash-Site. Da können gute Waffen spawnen. Ja, ist ja okay, aber ich will mich erstmal mit dir treffen, Alter. Siehst du die Kirche? Da bin ich. Genau an der Kirche bin ich jetzt gerade. Hä? Ich dachte, du bist rausgelaufen aus dem Scheiß. Ja, ich bin gerade wieder zurückgelaufen. Damit wir uns leichter finden können. Ja, aber ich bin hier auf dem offenen Feld. Wo ist die Crash-Site? Also ich, wie gesagt...